Was ist beim Trekking und Weitwandern eigentlich so richtig schwer im Rucksack? Der Leatherman oder doch die Snacks? Vielleicht aber auch die Wechselwäsche? Das alles könnte man meinen, aber heute möchte ich mit euch über eine Last sprechen, die kaum wer auf dem Schirm hat. Klar, der Rucksack beim Weitwandern ist schwer, selbst wenn man wirklich nur das Notwendigste dabei hat, was auch immer das genau sein mag. Und maßgeblich daran beteiligt sind eben Dinge wie Trinken, Essen und Kleidung. Also alles Dinge, die wir einfach auf der Tour brauchen. Aber es gibt auch Dinge, die nehmen wir uns aus Bequemlichkeit mit, aus Gründen des Komforts oder aus dem klassischen, vielleicht kann man das ja noch brauchen. Und da sprechen wir heute über die drei größten Fallen für Einsteiger im Trekking. Wie schwer ist euer Handy? Also nicht, dass das Handy auf einer Trekking-Tour jetzt unbedingt verhandelbar wäre, das will ich euch nämlich nicht wegnehmen, aber kennt ihr die Antwort auf diese Frage? Genauso ist es mit vielen anderen Dingen nämlich auch. Wie viel wiegt ein Ladekabel? Wie viel wiegt eine Powerbank mit 20.000 mAh? Wie viel wiegt eine Digicam? Und wie viel eine Vollformatkamera mit großem Objektiv? Das sind alles Fragen, die sich die meisten Einsteiger beim Trekking einfach nicht stellen. Das ist okay. Deshalb stellen und beantworten wir die doch jetzt einfach mal. Was wiegt denn mein Telefon? 210 Gramm wiegt mein Telefon. Was wiegt mein Ladekabel ohne den Netzstecker, obwohl der Netzstecker natürlich das Schwerste an dem ganzen Ladekabel ist? Ja, das wiegt sportliche 21 Gramm. Eine große Kamera. Die kommt immerhin auf 520 Gramm. Ein großes Objektiv kommt auf 670 Gramm. Eine kleine Digicam hingegen nur auf 235. Und so eine Powerbank auch nochmal auf 376 Gramm. Das heißt, wenn ich eine große Kamera, die Digicam zu Hause lasse, wenn ich eine große Kamera, eine Powerbank zum Aufladen, das Objektiv und mein Telefon mitnehme, dann sind das 1,75 Kilogramm, beziehungsweise mit dem Ladekabel fürs Telefon dann nochmal auf ungefähr 1800 Gramm. Ordentliches Gewicht eigentlich, wenn man sich so das mal überlegt. Absolute Zahlen sind aber eigentlich nicht recht hilfreich für die Einschätzung. Bei einem Rucksack mit 12 Kilo Gesamtgewicht ist vor allen Dingen die Relation interessant. Und das wiederum ist dann ein ordentlicher Brocken, wenn man 5, 6 oder 14 Tage unterwegs ist. Deshalb gleich Handy und Co. zu Hause zu lassen oder den Berg hinunterzuschmeißen, ist aber auch nicht die Lösung. Trotzdem kann man gerade beim Elektronikzeug ordentlich Gewicht sparen, wenn man seine eigenen Ansprüche etwas runterschraubt. Wenn man beispielsweise das Smartphone wirklich nur dann nutzt, wenn es absolut notwendig ist oder eben so unterwegs ist, dass man unterwegs mal auch auf eine Stromquelle Zugriff hat. Dann kann man sich bei Mehrtagestouren ebenfalls unterschiedlicher Länge die Powerbank und somit viel Gewicht sparen. Auch bei der Kamera sollte man sich gut überlegen, ob und welche Kamera man denn tragen will. Wenn einem Smartphone-Fotos als persönliche Erinnerung reichen, dann kann man sich die große DSLR eigentlich sparen. Leichter, aber immer noch mit guter Bildqualität unterwegs, wäre man da mit einer Digicam, wie dieser hier zum Beispiel. Aber grundsätzlich gilt natürlich, dass das jeder und jede mit sich selbst ausmachen muss, welche Bilder in welcher Qualität man letztlich haben will. Es gibt Leute, die machen nur Schnappschüsse für eine kleine Erinnerung. Es gibt Leute, die sagen, natürlich brauche ich Profi-Ausrüstung mit. Ich will ja schöne Bilder machen, wozu gehe ich denn sonst wandern? Ja, wirklich. Es wird aber insgesamt eines ganz deutlich. Elektronik wiegt sehr viel und wird gerne, sehr gerne, unterschätzt, was das Gewicht betrifft. Deshalb solltet ihr euch definitiv überlegen, was davon ihr wirklich mitnehmt und was ihr daheim lassen könnt. Das ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Hygiene ist wichtig, das werden euch nicht nur die Nachbarn im Lager der Hütte garantieren können, sondern auch ihr selbst. Doch hier ist es gleichzeitig auch extrem leicht, viel zu viel Gewicht mitzunehmen, was völlig überflüssig ist.
Wer über ein längeres Tracking-Abenteuer nachdenkt, sollte sich konsequent alle Dinge in Reisegröße kaufen. Das spart sehr viel Platz im Rucksack, aber vor allem spart es richtig Gewicht. Selbst die Reisegrößen werdet ihr in der Regel auf Tour eh nicht ganz aufbrauchen. Und bitte vergesst zumindest für die Zeit eures Trackings eure Pflegeartikel, die eher aus der Komfort- oder ich wünschte, ich wäre schön Abteilung kommen. Das bedeutet für Männer, spart euch bei klassischen Trackings Rasierer, Rasierschaum und solche Sachen. Für Damen lasst die Waschgels, Gesichtsmasken, Pflegespülungen, Haarkuren und Co. einfach mal zu Hause. Manche werden das jetzt komisch finden, dass ich das extra sage, aber ich habe in den Bergen auch schon wirklich viel gesehen. Was ich übrigens hingegen sehr gern, sehr viel mehr in den Bergen sehen würde, ist nachhaltige und fair hergestellte Bekleidung aus Alpaka-Wolle. Die wird von Tieren in weitläufiger Natur und mittels gut bezahlten Mitarbeitern in Peru lokal hergestellt und hat geniale Eigenschaften für die Berge. Für mehr Informationen schaut hier beim i unter dem Link vorbei und holt euch heute eine erste Mütze oder Socken für die Berge mit der Kraft der Alpakas. Das ist jetzt ein heikles Thema, weil ich euch da auf keinen Fall zu irgendwelchen Dummheiten verleiten möchte. Ich möchte euch aber einen Rat geben, der etwas differenzierter ist als das ständige "Nehmt so viel Trinken mit, wie es nur geht". Trinken mitnehmen schön und gut, aber was bringt's einem, wenn man mit 4 Liter im Gepäck startet und mit 3 Liter bei der nächsten Unterkunft ankommt? Richtig. Jeder Mensch hat einen völlig unterschiedlichen Flüssigkeitsbedarf und in der Regel kennt den auch jeder relativ gut. Wenn man weiß, dass man beim nächsten Halt wieder auffüllen kann, dann bringt es auch nichts, wenn man mehr als das dabei hat. Natürlich gelten auch die subjektiven, klassischen Abweichungen. Ist es richtig heiß, brauche ich mehr zu trinken. Ist es richtig anstrengend, brauche ich mehr zu trinken. Aber zu den Punkten möchte ich jetzt jedenfalls sehr vorsichtige Tipps aussprechen. Wer mehr schwitzt, muss auch mehr trinken. Seid ihr also sehr überanstrengt und hetzt euch über den Weg, dann müsst ihr zwangsläufig auch mehr trinken und müsst mehr Trinken einplanen und einpacken, damit ihr nicht dehydriert. Das heißt, wenn man sich etwas gemütlicher bewegt und nicht an die persönlichen Grenzen geht, dann wird man auch weniger Flüssigkeit brauchen. Beim Thema Sonne und Hitze gibt es auch Möglichkeiten, sich zu helfen. Startet eure Etappen an Hitzetagen definitiv einmal so früh wie möglich. Die meisten Hütten haben ihr Frühstück schon ab 5 oder 6 Uhr geöffnet, je nach Hütte. Nutzt die Early Bird Zeit, um Wasser zu sparen, denn wer im Schatten und in der nächtlichen Kälte startet, ist weniger lang in der prallen Mittags- oder Nachmittagshitze unterwegs. Auch wenn das bedeutet, dass man mal etwas arg früh auf der nächsten Station angekommen ist. Mit diesen zwei einfachen Tipps kann ich persönlich aber meinen Flüssigkeitsbedarf von, in meinem Fall, 3 Liter pro Tag auf etwa 1,5 Liter pro Tag reduzieren. Also nur während der Gehzeit natürlich. Das sind immerhin 1,5 Kilogramm, die ich weniger trage und das über viele Tage. Achtung! Wie viel Trinken ihr letztlich braucht, das kann ich unmöglich beurteilen und mein Bedarf ist kein Anhaltspunkt für euren. Ihr müsst das jedenfalls beachten. Diese Tipps helfen aber unabhängig davon, den eigenen Bedarf zu reduzieren. Nehmt ihr aber grundsätzlich, solange ihr das nicht beurteilen könnt oder herausgefunden habt, immer so viel Wasser mit, dass ihr trotz diverser Umstände und Verzögerungen niemals ohne Trinken dasteht. Das ist richtig gefährlich, vor allem an heißen Tagen. In diesem Sinne war das jetzt vor allem ein Anreiz, etwas an euer Gewicht zu denken und nicht Zeug mitzunehmen, das vielleicht eigentlich nicht wirklich notwendig ist oder vielleicht einfach viel zu schwer ist für den Nutzen. Wenn ihr aber sagt, doch, das brauche ich alles genau so und finde das sehr sinnvoll, ebenfalls absolut in Ordnung. Deshalb könnt ihr mir das ja auch gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!